Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum... wo haben wir das Spiel abbrechen? Ja, ich bin kläglich beim Holz einsammeln gescheitert. Aber wir wollen uns jetzt noch den Karrieremodus angucken. Einfach. Bornholm. Bornholm oder... Oh, ich mag die USA nicht, ich nehme lieber das, ich nehme lieber Bornholm. Und ist ja nur der Karrieremodus. Wir haben uns jetzt das Tutorial angeguckt, wir haben gesehen, was alles machbar, relativ gesehen, was alles machbar ist. Ich bin ja kläglich gescheitert, aber ihr habt gesehen, was da alles für Zeug mit bei ist. Ich möchte jetzt einfach nur noch mal im letzten Video jetzt mit euch den Karrieremodus durchnehmen, dass wir da mal wenigstens kurz reinkicken, was da Phase ist. Und dann passt das. So. So, wir sind hier unter, hier unterwegs. Was? Guckt euch mal das Haus an. Sieht das nicht schick aus? Mit den Pferdeköpfen da oben? Sieht aus wie bei der Wikinger. Also haben sie echt gut getroffen. Was denn für ein gelbes Schild da? Sieht doch echt geil aus. Hier können wir dann schön grillen. Wenn wir uns irgendwas gebraten haben. Oder... Hier schlacht. Ich weiß ja nicht, kann man hier auch schlachten? Ich hab jetzt wieder komische Ideen. Oh, cool, eine Schwitzhütte. Eine Sauna. Mensch, der Bauer hat's aber gut. Der hat eine eigene Sauna. Und da ist auch, so wie es aussieht, einer drinne. Na, wird die Frau sein. Mal gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, hier haben wir dann zum Beispiel das. Hier steht uns dann jetzt zur Verfügung. Weizenfeld. Ah, da können wir jetzt praktisch im Weizenfeld hier... Ach, Mensch. Ah, ich kann so ja Taschenlampe anmachen. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Ah, da kann ich reingehen. Ah, ich kann hier zwischen den... cool. Oh, wie viel Gerätschaften haben wir denn hier? Und da bin wir wieder. 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 5 Stück. Huaha. Info. Speichern. Achso, wir können Spiel speichern. Okay, so wird es gespeichert. Okay. So, was haben wir denn hier noch alles? Keine Mission. 5. Ah, hier kann man alles noch einstellen. Okay. So. Finde ich so gut. Was haben wir denn hier? Hier steht, was ich kriege für Raps, Weizen, Gerste. 1000 noch was, 1400, 2000 noch was. Was ist denn das? 2000 noch was? Raps! Stroh. Okay, 4 Cent. Preise, aha. Ach, hier kann ich mir so ja mein... Ah, hier sehe ich so ja, wo ich was zu stehen habe auf der Farm. Aha, okay, hier zu wissen. Wachstum. Im Wachstum. Erntereif. Aha, okay. Grün ist erntereif. Ist alles grün. Ich kann alles ernten.
Ich denke mal, die gehen nur von den Feldern aus braun. Haben sie aber hier ganz schön auf der Kacke gehauen, was man hier alles einsehen kann. Hier muss man wirklich mit echt Strategie rangehen. Dann können wir das nochmal schnell hier. Oh, was nun? Ach, ich muss das erstmal ranmachen. Sehr geil. Oh, das sehe ich so ja, das da drin. Seht ihr das da in heute? Coole Sache. Wendekreis geht auch von dem Ding. Ach, da unten sehe ich ja, wie viel drinne ist. Ist ja geil. Also die haben ja wirklich hier an jeden Scheiß gedacht. Oh, und das sieht doch... Also die Grafik sieht geil aus, muss ich sagen. Auch mit dem Sonnenuntergang. Dass sie hier wirklich an jeden Scheiß gedacht haben. So. Dann würde ich jetzt euch erstmal mein vorläufiges Fazit hier zu Landwirtschaftssimulator 2015 sagen. Wie gesagt, ich muss noch gucken, wer mit mir den Koop-Modus spielt. Aber... Ey, das ist so komplex. Also ich muss mich da selber erstmal rinfuchsen. Ihr habt gesehen, ich schaffe das. Ich bin auch manchmal ein Grobmotoriker, muss ich zugeben. Ja, deswegen hat das vielleicht mit dem Holz nicht gleich geklappt bei mir. Aber ich bin sowas von schwer begeistert, was hier alle drin ist und an welche Kleinigkeiten die gedacht haben. Also nicht den Stamm einfach da ruf und fertig ist. Nee, erstmal alles gerade machen, in Stücke sägen. Die Grafik sieht gut aus. Es ist sehr schön entspannt, das Spiel. Also jetzt nicht gerade, wo ich da am Verzweifeln war, weil ich es nicht geschafft habe. Aber wenn ich mich dann ringefuchst habe, dann geht das ja auch. Aber so beim Acker machen, wie ich mal nennen, was war das erste, was wir gemacht haben. Das ist schön entspannt. Also da kannst du abends dann hier schön sitzen, machst und wenn den einer fragt, was hast du jetzt gemacht? Ich habe meinen Bauernhof gemacht. Ja. Da kannst du denn hier abends schön sitzen vor der auf dem Sofa, kannst schön auf der Place schön deinen Bauernhof machen, kannst du ernten, kannst du sehen, musst den Acker auch erstmal vorbereiten. Ich denke mal, wässern und so musst du den dann auch noch und so. Also ich bin mal gespannt, was mir das Spiel alles noch an Spielfreude zur Verfügung stellen wird. Oder bieten wird, ist ja der bessere Ausdruck. Ich bin da auf jeden Fall... megamäßig begeistert. Also das ist mein erstes Landwirtschaftssimulator-Spiel oder allgemein Simulator-Spiel. Ich war da immer nicht so
nicht so begeistert. Ich dachte mal. Und bei Landwirtschaftssimulator 2015 haben viele gesagt, das Ding musst du dir holen. Du kannst so viel Scheiße machen. Du kannst, das ist abnormal. Dann kannst du jetzt auch online mit Freunden irgendwie den Bauernhof machen oder die Bauernhöfe verteilen oder der kommt dich besuchen oder ich weiß es ja noch nicht. Muss ich mal gucken lassen. Ich weiß nur, dass man das online spielen kann. Und habe ich gedacht, na, testest du. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert und scheiße, dass es mein erstes ist. Ich hätte damit mal echt schon vorher anfangen sollen und schon mal andere Landwirtschaftssimulatoren zu spielen, weil das für mich auf dem Abend schön entspannt ist. Ich bin da eher so der Mensch, ich mag auf dem Abend, wenn ich jetzt wirklich entspannt sitze hier und so, dann möchte ich hier nicht irgendein Shooter-Spiel oder irgendwas, wo ich großartig hin und her und hier und das und dann laut Geräusche und so. Nee, wenn ich denn so einen gemütlichen Abend habe, so wie jetzt, dann möchte ich meinen Landwirtschaftssimulator spielen. Na, sowas. Oder ein Point-and-Click-Adventure. Ist das beste Beispiel, sowas auch. Ja, aber so, das ist was, wo du abends entspannen kannst. Du kannst, hast hier eine schöne beruhigende Mucke, du hörst so jetzt die Vögel. Voll geil. Das ist so entspannend, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Also ich bin wirklich begeistert. Also ich bereue es echt nicht, dass ich das habe. Also wer von euch ein schönes Spiel sucht, wo man schön entspannen kann, ein bisschen Bauernhof machen kann, der ist mit dem Spiel definitiv richtig aufgehoben. Und selbst Leute, Mensch, wenn ihr sowas, wenn ihr, so wie ich, sagt, naja, schaut da einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, ob es davon eine Demo gibt. Ladet euch die, wenn es eine Demo gibt, ladet euch die Demo runter und guckt und schnuppert da einfach mal rein. Ich glaube mal, wird der eine oder andere schwer begeistert von sein und sagen, Mensch, warum habe ich mir das nicht schon vorher geholt? Ja. Also von mir auf jeden Fall Empfehlung. Also definitiv. Ich werde das jetzt weiterspielen. Ich will auch die Aufnahme langsam beenden, dass ich mein Headset absetzen kann, weil ich schwitze unter dem Headset extrem. Weil hier sind es über 30 Grad in der Hütte. 35 oder 36 Grad. Keine Ahnung. Ich schwitze einfach nur. Ich habe alles offen und trotzdem schwitzig. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin da noch sehr ungeübt drin in dem Spiel. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Aber wie gesagt, bei mir ist ja immer alles ungetestet und ihr erlebt ja meine ersten Erlebnisse mit dem Spiel, sozusagen. Deswegen halt auch der Mega-Fail, will ich es mal nennen, mit den Baumstämmen. Aber ich bin trotzdem begeistert, auch wenn ich es nicht gleich hingekriegt habe. Ich fuchs mich da auf jeden Fall noch hin. Ich schaffe das schon. So, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, lasst mir einen Daumen da, nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert unter dem Video, ob ihr jetzt schon mal gespielt habt und was ihr davon jetzt haltet. Wo ihr gesehen habt, ob das überhaupt schon mal was für euch war oder ob ihr am Überlegen wart. Und ja, keine Ahnung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ahoi, sagt euer Odin.